Die kurische Näherung ist so merkwürdig, dass man sie eigentlich ebenso gut als Spanien oder Italien gesehen haben muss, wenn einem nicht ein wunderbares Bild in der Seele fehlen soll. Ein schmaler Strich toten Sandes, an dem das Meer unaufhörlich an einer Seite anwütet und den an der anderen Seite eine ruhige große Wasserfläche, das Haff, bespült. Diese Sätze des berühmten Gelehrten Wilhelm von Humboldt stammen aus dem Jahr 1809. Sie stehen als Motto über einem Kapitel des Buches, das ich Ihnen vorstellen und empfehlen möchte, dem Bericht »Mein Nidden« von Frido Mann. Nidden, das heute Nida heißt und zu Litauen gehört, ist der zentrale Ort der kurischen Näherung. Frido Mann ist ein Enkel des Schriftstellers Thomas Mann. Fridos Großvater hatte eine ganz besondere Beziehung zu Nidden, über die der Enkel in seinem Buch ausführlich berichtet. Thomas Mann war im Sommer 1929 mit seiner Frau Katja und den jüngsten Kindern Elisabeth und Michael nach Königsberg gereist und dann weiter zu einem Ferienaufenthalt ins Ostseebad Rauschen. Von dort machten sie einen Ausflug auf die kurische Näherung, besuchten den kleinen Ort Nidden und verliebten sich in die Landschaft zwischen Ostsee und Haff. Von Katja Mann ist überliefert, dass sie angesichts der spektakulären Ausblicke andächtig gesagt habe, da kann man ja eigentlich nur Hosianna rufen. Man beschließt in Nidden ein Ferienhaus zu bauen. Der Nobelpreis, den Thomas Mann im November 1929 zugesprochen bekommt, macht die Finanzierung leicht. Schon im Sommer 1930 kann das Haus bezogen werden und bietet der Familie 3 Sommer lang einen herrlichen Rückzugsort. Alle 6 Kinder kommen zu Besuch und Katjas Vater, Alfred Pringsheim, feiert im September 1930 sogar seinen 80. Geburtstag in Nidden. Thomas Mann hatte zeitlebens eine besondere Vorliebe für das Meer. Das begann schon in seiner Lübecker Kindheit mit Aufenthalten in Travemünde und auf der Näherung fand es eine Fortsetzung. Ich fühle mich in meinem Niddener Heim wie auf einem Schiff, besonders hier von der Terrasse meines Wohnzimmers aus, erklärte er gegenüber einer Zeitung. Dem Haus, das auf einer Anhöhe am Rande des Dorfes steht, wurde in der Familie ein Italienblick bescheinigt. Thomas Mann bekam im 1. Stock ein kleines Arbeitszimmer eingerichtet. Die jüngste Tochter, Elisabeth, die vom Vater die Liebe zum Meer erbte, hat später berichtet, wie herrlich sie die Ferienaufenthalte in Nidden fand. Und nicht ohne Ironie beschrieb sie, wie Thomas Mann dem Strandleben der Kinder auf seine Art beiwohnte. Währenddessen saß mein Vater, seemännisch gekleidet, weiße Hose, blaue Jacke und Kapitänsmütze, im Strandkorb und schrieb. In einer Rede vor Münchener Rotariern hat Thomas Mann 1931 beschrieben, wie sehr er diese ostpreußische Meereslandschaft liebte. Bevor man den windschiefen Wald am Meer erreicht, geht man auf einer Höhe ca. 50 Meter und hat dann schon auf halbem Wege das Meer vor Augen. Weit breitet es sich vor einem aus. Jeden Tag hat es ein anderes Gesicht. Bei Sturm ist es schwarz mit grünen Kämmen, wie im Märchen vom Fischer und Sina Fru. Geht man weiter durch den windschiefen Wald, kommt man in ein bewachsenes Dünengelände und ist dann endlich am Strand, an der Ostsee. Eine Ostsee, wie ich sie noch gar nicht kannte. Sie ist vollkommen offen nach Westen hin, bis nach Schweden hinüber. Und stark wie an der Nordsee ist die Brandung bei Westwind. Die Brandung ist von eigenartiger Großartigkeit. Mit Staunen begegnen die Manns auf der Näherung einem Tier, das dort in den Wäldern umherstreift. Es gibt Elche, wie man sie sonst in Europa kaum noch in freier Wildbahn antrifft. Eine Mischung von Rind, Pferd, Hirsch, Kamel und Büffel, wie Thomas Mann nicht ohne Irritation festhält. Berühmt ist Nidden auch wegen der grandiosen Dünen, die den Ort umgeben. Schon Klaus Mann, der älteste Sohn von Thomas und Katja, hat deren Reiz beschrieben, als er 1931 auf der Näherung zu Gast war. Frido Mann zitiert seinen Onkel Klaus mit folgenden Worten. Am späten Nachmittag spazieren wir zu den eigentlichen Dünen, den gelbsandigen, zum Tal des Schweigens, wo uns afrikanische Landschaft empfängt. Nirgends in Europa war ich je so weit fort von Europa. Afrika, ich erinnere mich ganz stark der gelben Härte deiner fernen Horizonte, gegen die verzweifelt gekrümmt ein einzelner Baum steht. Gelbliche Weite, geheimnisvoll ruhend und geheimnisvoll bewegt, wie die Weite des Meeres.
Sahara-Landschaft. Ja, Sahara-Landschaft hat dieser Fleck auf der Näherung. Damals war Nidden noch überwiegend ein Fischerdorf. Heute ist es ein vielbesuchter Ferienort mit Hotels und Pensionen, Gaststätten und Boutiquen. Einheimische bieten den Touristen Ausfahrten auf den legendären Kurenkähnen an. Auf den Promenaden werden von fliegenden Händlern Kurenwimpel und Bernsteinschmuck verkauft. Man kann Nidda bequem per Schiff oder Flugzeug erreichen, über die Hafenstadt Klaipeda oder die Flughäfen von Palanga und Vilnius. Litauen ist ein Teil der Europäischen Union. Das Thomas-Mann-Haus wurde in den vergangenen Jahrzehnten liebevoll restauriert. Das typische Niddener Blau leuchtet wieder vom Dachfirst und von den Fensterläden. Das Haus beherbergt heute ein Museum, das die Geschichte der Familie Mann in Nidden dokumentiert. Zugleich ist es ein Begegnungszentrum geworden mit Lesungen und Konzerten. Frido Mann war aktiv daran beteiligt, dass mittlerweile jedes Jahr ein Thomas-Mann-Festival in Nidda stattfindet. Wie mühsam das durchzusetzen war, beschreibt er in seinem Buch. Und er betont, wie sehr alle länderübergreifenden Aktionen dem Geist seines Großvaters entsprechen, des überzeugten Weltbürgers Thomas Mann. Auch ausländische Diplomaten und Staatsoberhäupte besuchen inzwischen gern das ehemalige Haus der Manns auf der Näherung. Damals endete die Idylle mit dem Sommer 1932. Im Januar des folgenden Jahres übernahmen die Nazis die Macht in Deutschland. Das Dritte Reich begann. Thomas Mann hat festgehalten, dass ihn in Nidden 1932 eine makabre Postsendung erreichte, die auf die kommende Katastrophe hindeutete. Ich zitiere: Der Inhalt bestand aus einem verbrannten, nur gerade noch erkennbaren Exemplar eines Buches von mir, des Romans Buddenbrooks. Mir übersandt vom Besitzer zur Strafe dafür, dass ich meinem Grauen vor dem heraufkommenden Nazi-Verhängnis öffentlich Ausdruck gegeben hatte. Klausmann schrieb im Mai 1933 an einen Freund: Nidden, wie du dir das denkst, wir würden dort ohne Frage umgebracht werden. Wir haben längst nicht mehr erwogen, dorthin zu gehen. Heute ist die kurische Näherung wieder eines der schönsten Reiseziele Europas. Und Frido Manns Buch eignet sich sehr gut als Wegbegleiter. Das restaurierte Haus der Manns lädt ein zur Besichtigung und zum Genießen des Italienblicks von der Terrasse hinunter auf das kurische Haff.